Hallo ihr Lieben, dieses Video schließt an das letzte Video auf diesem Kanal an von heute Morgen. Es wird wahrscheinlich ein etwas längeres Video werden, befürchte ich, und bitte ich auch jetzt schon wieder vorab um Entschuldigung, dass ich euch zumindest in Versuchung bringe, euch derart Lebenszeit zu stehlen. Ich habe auch, das wird auch einfließen, indirekt seit 2 Tagen relativ starke Kopfschmerzen, also das ist durchaus ein Faktor. Mir geht es nach wie vor um Aggressionsverhalten sehr stark und letztlich eigentlich um die Frage, wie wir Menschen es hinkriegen können, wie eine weniger aggressive Spezies zu kriegen, in der vielleicht naiven Annahme, dass wir unter der Hand weniger aggressiv sind, als wir uns gemacht haben. Also dass wir sozusagen eine Art Aggressionskultur leben seit ca. 2400 Jahren. So sehe ich das zumindest. Also eine Gesellschaft, in der wir unser Aggressionsniveau als Gesellschaft, also nicht bei Einzelnen, sondern insgesamt als Gesellschaft, künstlich auf einem relativ hohen Niveau halten, das aber nicht unser natürliches Aggressionsniveau ist. Also ich bin kein Mensch, der sagt, dass es nicht sowas gäbe wie natürliche Aggression. Ich halte eben Aggressionsverhalten bei Grenzüberschreitungen einfach nur für ein deutliches Signal an den anderen, dass er den anderen warnen soll, da weiterzumachen, also eher als sogar als kooperatives Verhalten, das eben sehr deutlich signalisiert, da ist jetzt gerade was schiefgegangen, das halt der Verhaltenskoordination dient, halt in der Unmittelbarkeit und eher tendenziell in Kleingruppen. So mein Verständnis natürlicher Aggression. Und ich glaube aber, dass das halt sehr stark institutionell überformt wird, also dass Gesellschaften das sozusagen pegeln können, wie aggressiv sie sind, wie aggressiv sie also ihre menschlichen Mitglieder machen oder eben auch nicht machen. Und es eben auch sowas gibt wie ein Gesamtaggressionsniveau einer Gesellschaft, das eben höher oder niedriger liegen kann. Das sind so meine naiven Grundannahmen dahinter. Und vor diesem Hintergrund kommt eben bei mir immer wieder die Frage, wie können wir denn weniger aggressiv werden? Weil es gibt halt folgenden Mechanismus. Jeder Mensch, weil wir Affen sind, kann durch Aggression getriggert werden. Also wenn das Aggressionsverhalten zu massiv wird, dann bleiben nur ein paar wenige, ich nenne sie jetzt einfach mal so Buddhas übrig, die nicht sich triggern lassen durch Aggression. Also das heißt, man kann das schon trainieren, man kann das kultivieren bei sich, also dass man auf Aggressionsverhalten selber nicht aggressiv reagiert. Es ist aber halt sozusagen tatsächlich biopsychologisch extrem schwierig und kaum erwartbar bei uns. Ich gebe mal ein positives Gegenbeispiel, das auch vielleicht ein bisschen deutlicher zeigt, wo ich da stehe. Ich hatte vor, es dürfte jetzt schon wieder 2, 3 Jahre her sein, am Giesinger Bahnhof in München folgendes Erlebnis. 2 Mädels kamen angerannt im Teenageralter, wenn ich es richtig erinnere, spätes Teenageralter, und haben gesagt, da hinten verfolgt uns ein Mann. Dieser Mann kam dann da auch an, also war in Bitte um Hilfe oder Unterstützung. Der Mann kam auch an, war leicht alkoholisiert, ein 60er, ich bin auch ein 60er-Fan. Das war also schon mal relativ hilfreich, ne? Also wenn man dann den Aggressor nicht als so. Und es war völlig intransparent, die Situation, weil er hat behauptet, die Mädels hätten ihn wahnsinnig geärgert und so, was natürlich das trotzdem alles andere als legitim macht, die Frauen auf der Straße zu verfolgen. Aber gut, und die Mädels waren auch zu zweit, aber es war eine wirklich verfahrene Situation. Und er war eben leicht alkoholisiert und es war also völlig unklar. Und du bist halt nur ein Passant auf der Straße, den jetzt 2 Mädels um Hilfe gebeten haben. Der Hero in der Geschichte war aber nicht ich, sondern ein anderer Mann. Und ich würde sagen, es war so ein klassischer White-Collar-Typ. Also er kam offensichtlich aus dem Beruf, irgendwo gerade raus. Und ich kann es nicht anders sagen, der Mann hat einfach durch seine pure Präsenz die Situation einfach deeskaliert, dadurch, dass er da war. Ja, also er hat sich nicht triggern lassen. Er war, kurz gesagt, cool. Er war da, er war präsent und die Situation löste sich einfach auf. Ja. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, scheiße, ich wäre gern mehr wie dieser Mann, bin ich aber nicht. Ich bin relativ leicht triggerbar und gehöre also eher zu den problematischen, was dieses Thema, was ich hier verhandeln will, Menschen in der Gesellschaft. Also sozusagen, die man relativ leicht zu Aggressionsverhalten kriegen kann, wenn man halt die richtigen Knöpfe bei mir drückt. Also kurz gesagt, ich wäre gern cooler, als ich bin. Und also sowas gibt es, aber natürlich gibt es bei jedem Menschen so einen Knackpunkt, und wenn man eben diese Knöpfe kennt, kann man die drücken, man wird zuverlässig bei Menschen Aggressionsverhalten auslösen, weil das einfach in uns angelegt ist. Also man kann qua, was weiß ich, Meditation oder viel Sport oder bestimmte Praktiken, die man sich angewöhnt, und vielleicht auch durch eine gewisse Altersgelassenheit, das weiß ich nicht, kann man praktisch wirklich trainieren, dass man also sozusagen, auch wenn die anderen sehr, sehr aggressiv sind, man immer noch ruhig bleibt,
man auch nicht weggeht, auch nicht in Fluchtverhalten geht oder in ein Todstellverhalten, sondern dabei bleibt, präsent bleibt, aber selber sich nicht triggern lässt, das geht. Aber ich würde mittlerweile behaupten, bis auf ein paar ganz, ganz wenige Menschen auf dem Planeten gibt es bei jedem Menschen, wenn man massiv mit Aggressionsverhalten kommt. Das ist, wo das dann, also diese Haltung dann zerfließt und zerbröselt. Das ist auch immer die Geschichte hinter diesen sogenannten Zivilisationszerfallgeschichten, also wo die Menschheit immer wieder neu von sich selber überrascht ist, dass sie also dazu in der Lage ist, so brutal zu werden, so grausam zu werden, also diese bürgerkriegsähnlichen Zustände von vorher extrem zivilisierten Gesellschaften. Das können wir in der Geschichte, seit wir Geschichte haben, können wir das immer wieder beobachten, dass das ein Muster ist. Und wir können nicht sehen, dass da irgendwas besser geworden ist über die Jahre. Sonst sollte sowas wie der Jugoslawienkrieg oder jetzt Syrien gar nicht möglich gewesen sein. Aus meiner Sicht war sowohl Jugoslawien vor dem Jugoslawienkrieg als auch Syrien in großen Teilen eine extrem zivilisierte Gesellschaft, die also vom Kulturniveau nicht wirklich jetzt sich verstecken muss vor anderen, ja, zeitgleich existierenden. Und also wir sehen, dass da Dinge in uns da sind, die, mit denen wir leider rechnen müssen und die halt, was Triggerbarkeit angeht, einfach ein Faktor sind. Also ich kann nur immer wieder darauf hinweisen, was die Mechanismen sind, die in gelosten Bürgerräten funktionieren, warum das dort funktioniert, weil dort landen, das ist ja das Losverfahren, Zufallsauswahl, natürlich auch Leute mit hochproblematischen Mustern, also ich würde sagen Leute wie ich, ja, die also sehr geladen kommen, die nicht total ausgeglichen sind, also sich nicht in die absolute Erleuchtung meditiert haben, sondern die halt Menschen sind, Entschuldigung, ja, hochneurotisch und auch immer wieder sich verrennen, sich verstricken und so weiter, die kommen dahin. Aber es geht gut. Und jetzt ist aber die Frage, warum geht das gut? Mehrere Dinge, glaube ich, spielen rein. Erstens, die Zufallsauswahl sorgt dafür, dass dort eben nicht nur geladene Menschen sind. Ja? So wie wir momentan Politik machen, wo es ja so diesen schönen Imperativ heißt, engagier dich für Politik, ne, aus privater Eigeninitiative. Das triggert halt sehr stark, dass die Leute, wer engagiert sich denn? Ja, engagieren tun sich Leute, die was so sehr stört, dass sie bereit sind, einen großen Teil ihres Privatlebens zu opfern und in die Politik zu gehen. Ja? Dazu darfst du eigentlich nicht wirklich gelassen und ausgeglichen sein. Das heißt, wir haben einen viel höheren Neurotizitätsgrad in der Politik, so wie wir Politik halt momentan organisieren, als in der Durchschnittsbevölkerung. Das ist kein Vorwurf für mich an Leute, die sich politisch engagieren. Das ist Teil einer Analyse, eine sachliche Feststellung. Ja, aufgrund eines einfach eines Mechanismus. Kein Moralismus hier, kein Bashing, kein Politikergebäsche. Es ist einfach eine Feststellung, wenn du das so machst, wie wir das machen, in der Politik bist du, weil du dich selber aus Eigeninitiative engagierst, dann schaut man sich mal die Kosten dieses Engagements an und dann sieht man, dass da also wirklich Leuten was massiv auf der Seele brennen muss, damit sie dann wirklich zu einem solchen Selbstaufopferung bereit sind. Das sind halt nicht unbedingt die gelassensten Menschen auf dem. Das sind sozusagen die dann, die schon in einer gewissen Kampfbereitschaft, in einer gewissen Kampfstellung sind. Zweiter Faktor ist, die Leute, die wir da repräsentativ wählen, sollen ja stellvertretend für uns, stellvertretend, auch nicht schlecht, sollen stellvertretend für uns Kämpfe ausfechten. Also praktisch, wir schicken ja Berufspolitiker quasi, wir wählen die in die Arena, wo die dann so eine Art Tauziehspiel miteinander spielen. Die sollen es miteinander ausmachen, aber im Battle-Modus. Und das heißt, selbst wenn jetzt Berufspolitiker selber total gelassene Menschen sind, müssen die künstlich sich eine gewisse Aggressivität antrainieren, sonst wirst du diese Battles halt verlieren. Ja? Also das heißt, selbst wenn du ursprünglich mal sehr gelassen warst, erfordern sozusagen die Systemzusammenhänge, das Gesamtspiel, das wir da spielen in der Politik, erfordert, dass du dich künstlich aggressiver machst, als du eigentlich bist. Das wäre eben so eine Kultivierung von Aggression, zwar eine künstliche. Also ich glaube, dass viele Leute, die heute Berufspolitiker sind, privat oder wenn sie nicht Politiker geworden wären, sehr viel angenehmere Menschen werden, als dadurch durch das, was eben die Politik aus ihnen und mit ihnen macht. Da gibt es eben auch sowas wie eine Deformation professionell. Ja? Und die ist also sehr ausgeprägt, ja, in allen Berufen, aber eben auch in dem. So, das ist dann noch ein Faktor. Also wir haben einfach auf gelosten Bürgerräten eben auch die etwas ruhigeren, ausgeglichenen, also die Leute, die sagen, ich weiß gar nicht so richtig, was ich hier soll, ich habe ja gar kein Anliegen und so weiter, die sind halt auch da, weil es Zufallsauswahl ist. Und das wirkt sich halt sehr versöhnlich und dämpfend auf die anderen aus. Dann ist es ja so, dass geloste Bürgerräte mittlerweile den Diskurs eben ganz bewusst nicht im Plenum stattfinden lassen. Also man darf sich nicht vorstellen, einen Raum, wie der, was weiß ich jetzt, der Bundestag mit irgendwie Hunderten von Leuten und einer hält eine Rede und dann hält noch einer die Rede, so macht man das ganz bewusst nicht, sondern man spaltet die Gruppe nochmal und man lost sozusagen nochmal unter. Aus den gelosten Leuten werden nochmal Kleingruppen gelost, die auch immer neu vermischt werden. Und man hat dann also das Gespräch in kleinen Gruppen. Es sind auch keine Zweiergespräche, das wäre auch wahrscheinlich weniger produktiv. Es sind so Gespräche, ich kenne halt vor allem Formate mit 5 Leuten. Es gibt auch andere Formate, wo mehr Leute und ein Moderator am Tisch sitzt, aber die Formate, die ich am besten kenne, die
so auf den Peter Dienel zurückgehen, Gutachten mit Planungszelle und so. Das sind halt geloste Kleingruppen A5 Leuten. Und das hat also folgenden Effekt. In der Regel, selbst wenn da zwei Hanseln sitzen, die Extrempositionen vertreten und sich also jetzt gegenseitig anfangen, die Köpfe einzuschlagen, so wie wir das standardmäßig in unserer derzeitigen Politik kennen, sitzen halt in der Regel noch drei andere daneben, die halt weniger dazu neigen, zu polarisieren. Und dann greift ein Phänomen, was mir auch zu wenig Aufmerksamkeit kriegt, das aber universal greift zwischen uns Menschen. Das ist ein universales psychologisches Phänomen, das einen schicken, schicken Namen hat. Der Name lautet diametrales Ausleben. Das heißt, in dem Moment, wo ich in einer Fünfergruppe mit einem Menschen zusammen bin und ein anderer vertritt also lautstark eine bestimmte Meinung, passiert gruppendynamisch Folgendes. Ich, der ich vielleicht auch diese Meinung habe, aber sie gerade nicht, weil der andere das so vehement vertritt, geht tendenziell in die Kontraposition, beziehungsweise das Thema ist ja schon verarztet, versorgt, dann habe ich also selber nicht mehr so viel Drive, das zu tun. Also wir haben sowas wie Themen-Ownerschaft oder Energie-Ownerschaft. Ja, also man, der eine hat die Energie, dann habe ich sie nicht mehr. Das kennen viele. Also zum Beispiel einmal hatte ich einen Coaching-Fall, da wurde eine Frau ganz auf eine üble Weise wirklich verlassen. Dann die Frau, die ich gecoacht habe, war ihre Freundin. Die erzählte dann, dass sie bei irgendeiner Veranstaltung, wo sie mit dieser Freundin war, diesen Ex-Freund traf, dass, weil die Freundin so gar nicht wütend geworden ist, wurde sie stellvertretend wütend. Also die Freundin hatte dann die Wut. Das sind so Systempositionen, die besetzt werden. Und wenn der eine die Position schon hat, kann der andere loslassen. Das passiert auch in den gelosten Kleingruppen auf gelosten Bürgerversammlungen. Ne? Und jetzt greifen also diese diametrales Ausleben-Mechanismen, ja, und das heißt, die drei anderen, die da sind, wirken sich mildernd auf den Prozess aus. Und gleichzeitig wissen die beiden Hanseln, die da eine Battle austragen, die ja eigentlich dann immer so eine Art Battle darum ist, um sozusagen, dass die anderen sich bitte hinter mich stellen. Also sozusagen, das ist ja eben auch aus der Gruppendynamik recht gut bekannt, also diese Meinungsführerschaft und dann sammeln sich die Gruppen gegen den, hinter den konträren Positionen. Das ist in der Gruppe A5 relativ schwierig. A, ist sie dafür zu klein, B, ist es eine ungerade Zahl und C, haben wir halt also dieses diametrale Ausleben-Effekt. Was passiert also jetzt gruppendynamisch und zwar zuverlässig, die beiden Hanseln kriegen sich ein. Ja, die merken, sie können keinen Blumentopf gewinnen, wenn sie den anderen jetzt schlecht machen, wenn sie verbal auf dem einprügeln, wenn sie dem nicht zuhören, sondern sie machen einfach nur eine schlechte Figur. Sie machen also sozusagen, sie schaden ihrer eigenen Sache, ja, ihrer eigenen Causa. Ja. Und deswegen, weil sie das dann merken in der Gruppe, dass das jetzt gar nicht produktiv ist, wenn sie jetzt also quasi durchknallen und immer aggressiver werden, beruhigen sie sich. Das ist ein relativ zuverlässiger Effekt, der auf diesen gelosten Kleingruppen stattfindet. Und das bedeutet halt für mich Folgendes. Eine Gesellschaft, in der geloste Bürgerversammlungen das zentrale Verfahren werden, um politische Dinge miteinander auszuhandeln und zu regeln, ist eine Gesellschaft, die hochwahrscheinlich eine Tendenz hat, immer friedlicher zu werden. Also die sich sozusagen Kooperativität, Empathie und friedlicher werden kultiviert und zwar aktiv und zwar ohne, dass wir alle jetzt uns 20 Jahre unter einen Feigenbaum im Lotussitz hinsetzen müssen und meditieren müssen. Ja, weil das werden die meisten von uns nicht machen. Also ich werde es nicht tun, ja, kurz gesagt. Ja. Und deswegen müsst ihr also mit Agro-Leuten wie mir rechnen in der Gesellschaft. Und wenn wir also genügend durchknallen, kriegen wir euch mit zum Trigger, dann kriegen wir euch in diese Battle rein. Ja, also die wenigen Leute, die also dazu neigen, aggressiver aufzutreten als andere, haben eine hohe Chance, so einen Strudel freizusetzen in der Gesellschaft, wo sich dann am Ende tatsächlich eine Gesellschaft in einer Art Bürgerkrieg oder in so einem beständigen, latenten Bürgerkrieg miteinander befindet. Ja, wir haben uns nichts mehr zu sagen und der andere ist nur noch der Feind und bla bla. Das ist halt eine Dynamik, dass die solche Menschen, wenn man das einfach laufen lässt, freisetzen. Und einfangen kann man das eher institutionell. Also es hilft wenig, wenn immer wieder in der Geschichte so Jesus-Figuren oder Buddha-Figuren auftreten, weil das hatten wir zur Genüge. Also alles, was wir in der Geschichte sehen können, sind immer wieder solche heiligen Menschen aufgetreten. Das hatte aber eben nicht den Effekt, dass sich die Gesellschaften kollektiv stabilisiert haben. Das ist natürlich eine gewagte Aussage. Ich meine, ich weiß nicht, wo wir heute stehen würden, ohne dass es sowas gibt wie Buddhismus oder ohne dass es sowas gibt wie Christentum. Es könnte also alles noch viel schlimmer sein, aber das wissen wir nicht. Es könnte auch viel besser sein. Das bleibt immer spekulativ. Was denn eigentlich genau der Effekt ist davon, dass solche komischen Religionsgründer oder Beruhigungspraxisbegründer immer wieder aufgetreten sind. Auch Sokrates könnte man ja durchaus so verstehen, wenn man philosophisch angekränkelt ist wie ich. Ja, also diese Figuren sind immer wieder aufgetreten, aber sie hatten nicht den Effekt, dass die Menschheit im Großen und Ganzen friedlicher geworden ist. Das kann man einfach nüchtern konstatieren. Nach aller Wahrscheinlichkeit ist das nicht ihr Effekt. Und das lässt mich sehr, sehr skeptisch sein. Da bin ich halt mit Autoren wie Thomas Hobbes oder Hegel sehr liiert, die gleiche Skepsis hatten. Also
dieser sozusagen proven Track Record, dass sozusagen einzelne Menschen, sei du selbst der Wandel, den du in der Welt sehen wirst, mit gutem Beispiel vorangehen und das hat dann so einen Ausbreitungseffekt, da kann man ganz nüchtern feststellen, das ist nicht passiert. Und es ist immer wieder nicht passiert. Ja? Und das könnte einem an irgendeinem Punkt, wenn man einfach nüchtern zurückguckt, in die Geschichte zu denken geben. Anscheinend funktioniert es nicht so. Ja. Was sehr, sehr viel aussichtsreicher ist, sind praktisch Institutionen, die in uns, die also nutzen, was in uns psychologisch da ist, und zwar in jedem Menschen, die nutzen diese Triggerpunkte, die uns friedlicher machen. Die gibt es nämlich auch. Es gibt Triggerpunkte, mit denen wir aggressiver werden, aber es gibt ganz natürliche Triggerpunkte. Man muss nicht die ganze Menschheit unter Drogen setzen, Gott sei Dank nicht. Man muss nicht die ganze Menschheit permanent ablenken. Es gibt also Verhältnisse, die man schaffen kann, die wir uns selber geben können, unter denen zuverlässig auch die etwas problematischeren unter uns friedlich werden und sich friedlich verhalten. Wo wir dann also einen rationalen Diskurs bekommen, wie wir uns immer wünschen, aber so selten kriegen. Also wo die Leute sich zuhören, wo die Leute sich aufeinander wirken lassen, wo die Leute zu gemeinsam neuartige Lösungen entwickeln, weil sie merken, meine Lösung funktioniert nicht, deine Lösung funktioniert nicht, weil deine Lösung schadet mir und meine Lösung schadet dir, also kann es nicht die Lösung sein. Und dann sozusagen diese berühmten dritten Wege gemeinsam entwickeln, die halt kein fauler Kompromiss sind, sondern eben neue Wege, die die Bedürfnisse der verschiedenen Seiten wirklich integrieren. Ja, also Strategien, die vermeintlich einander widerstreitenden Bedürfnisse integrieren und gemeinsam befriedigen. Ja, also wirklich Pareto-superiore Lösungen oder wie auch immer man das nennen will. Ja? Also Lösungen, mit denen es beiden besser geht. Und das können halt Leute entwickeln in bestimmten Formaten, unter den bestimmten Bedingungen, mit bestimmten Institutionen, die wir durchaus Menschen uns durchaus geben können, die wir schaffen können, die wir ausbreiten können, die wir auch verfassungsmäßig machen können. Und so kriegen wir eine Gesellschaft, die also immer friedlicher wird, empathischer wird, und wir kriegen sie höchstwahrscheinlich nicht, indem wir an uns arbeiten. Ja, das gegen dieses an uns arbeiten ist nichts zu sagen aus meiner Sicht. Man kann das gerne machen, das eigene Leben wird dadurch besser. Aber man kann nicht damit erwarten, dass davon die Gesellschaft besser wird. Das wäre hochgradig naiv, beziehungsweise würde es gruppendynamische Prozesse, wie wir sie in der Geschichte immer wieder beobachten können, durch alle Kulturen hindurch, durch alle Zeiten hindurch, ignoriert man dann einfach. Man blendet es quasi aus und tut so, als gäbe es das nicht. Man macht die Augen ganz fest zu und denkt sich, weil das ist dann praktisch Wunschdenken, ich arbeite ganz fest an mir und gehe mit gutem Beispiel voran und dann wird die Gesellschaft besser. Das wird sie aber nicht. Das würde nur funktionieren in relativ kleinen, geschlossenen Kleingruppen. Da gibt es diese Vorbildeffekte. Ja, es gibt so Teams, da kommt ein neuer Mensch rein und der ist unglaublich gelassen, der verbessert die ganze Teamatmosphäre. Ja, oder gerade wenn diese Leute dann Machtpositionen haben, ne? Also eine gute Führungskraft kann wirklich auch ein total zerstrittenes Team einen. Das gibt, solche Effekte gibt es, aber das sind halt alles kleine, überschaubare Kleingruppen. Für die sind wir Affen halt gemacht, für die sind wir gebaut. Da funktioniert das. Deswegen ist unsere Intuition, das zu machen, also ich gehe mal mit gutem Beispiel voran und auf diese Role-Model-Wirkung, diese Ausbreitungseffekte zu setzen, ist gar nicht falsch. Aber die Bedingungen sind falsch. Ja, das funktioniert nur unter ganz bestimmten Bedingungen und es sind nicht die Bedingungen, unter denen wir halt auf dem Planeten zusammenleben. Das sind keine überschaubaren Kleingruppen. Sorry, ja. Sorry for that one. Und das könnte man irgendwann realisieren. Aus meiner Sicht haben eben Autoren wie Hobbes und Hegel das gecheckt und sehr viele anderen haben das leider einfach ausgeblendet. Ja, das sind dann die Leute, die immer noch in Moral machen. Ja. Also, nochmal. Ihr könnt das gerne machen, es macht euer Leben besser, euch sozusagen Praktiken zuzulegen. Und es gibt ja so wahnsinnig, wahnsinnig viele solcher Praktiken, ja. Also man kann sich einfach ein gesundes Umfeld zulegen, Menschen, die einen tragen und unterstützen, die sowieso schon empathisch kommunizieren, das ist hilfreich. Man kann selber verschiedene Meditationspraktiken ausnutzen, die es gibt. Es gibt so wunderbare Meditationspraktiken und so verschiedene. Ja? Aus meiner Sicht ist ja zum Beispiel auch sowas wie Kung Fu oder Tai Chi oder Aikido oder Qigong sind ja Meditation in Bewegung. Und natürlich macht das was in Menschen. Wenn du einen Menschen vor dir hast, der seit 20 Jahren Yoga macht, seit 20 Jahren Tai Chi macht, natürlich ist da was anders bei dem Menschen, als wenn er nicht diese Praxis in seinem Leben institutionalisiert hätte, ja. Du kannst bestimmte Sportarten, die dir gut tun, machen. Es gibt also viele, viele Möglichkeiten. Du kannst gewaltfreie Kommunikation praktizieren und darin ein Meister werden, ja. Auch das ist durchaus hilfreich, ja. Du kannst die humorvolle Schiene, Frank Farelli und Co., ja, unglaublich, wie die Luft rausnehmen aus unglaublich aufgeladenen Konflikten, indem sie volle Kanne reingehen. Ja, aber immer mit einem Bein draußen stehen und halt, ja,
da wird halt über den Humor die Luft rausgelassen. Unglaublich. Also dieses, wie soll ich sagen, diese Gabe des Humors, das Geschenk des Humors, Zauberkraft, ja, kann man alles machen, alles gut. Aber davon zu erwarten, dass die Gesellschaft besser geht, blendet halt die Kontraeffekte aus. Die anderen, die gibt es halt auch noch. Die Gründe, warum wir Menschen immer wieder zuverlässig in Bürgerkriegen miteinander landen. Und dazu sollte man dann halt tatsächlich mal Thukydides wahrgenommen haben, was der Thukydides über den Bürgerkrieg zwischen den Griechen damals zu sagen hatte, über den Peloponnesischen Krieg. Das ist sehr hilfreich. Hobbes hat's getan, ziemlich sicher hat's Hegel auch gekannt. Ja. Also die Leute, die sich mit Thukydides auseinandergesetzt haben, die werden halt alle politisch, weil sie sagen, das kriegen wir auf der Individualebene, ethischen Ebene nicht gefixt. Das kriegen wir durch Religion nicht gefixt, das kriegen wir durch Meditation nicht gefixt, das kriegen wir halt nicht durch individuelle Praktiken gefixt. Ja. Die Leute haben einfach ein Grundprinzip des menschlichen Lebens in Großgruppen verstanden. Das würde ich behaupten. Und leider sehr, sehr viele Leute wollen diese Ebene nicht. Wir wollen sie nicht sehen. Sie blenden sie aus. In der wirklich illusionären und wirklich irrigen, es ist wirklich ein Irrtum im technischen Sinne, ein Irrtum. Es ist falsch. Ja. In der irrigen Annahme, dass ich das ausbreiten könnte, nur weil einige wenige mit dem guten Beispiel vorangehen. Ja. Wie gesagt, in Kleingruppen funktioniert das wunderbar und es ist auch völlig legitim als individuelle Lebenspraxis. Nur die Hoffnung, dass davon eine Gesellschaft besser würde, die wird sich nie erfüllen. Und wir wissen also seit ein paar Jahrhunderten, warum das so wird, wenn wir es nicht sogar schon seit Thukydides wissen, warum das so ist. Das wären dann 2400 Jahre. 2400 Jahre Ignoranz gegenüber einem für Menschen sehr wichtigen Gedanken. Das ist ja schon mal eine Leistung. Ja, also so einen wichtigen Gedanken 2400 Jahre lang auch ausblenden zu können, das ist ja eine gewisse Kraftaufwand. Ausblenden kostet in der Regel auch durchaus Kraft, gerade von wichtigen Dingen. Ja, also ich glaube, dass wir eine Gesellschaft sind, die sich künstlich aggressiv macht qua Institutionen und die sich also eben genauso künstlich friedlicher machen kann durch andere Institutionen, dass es eben eine reine Institutionenfrage sind. Also dass du eben auch unter ganz bestimmten Bedingungen Leute, die haben nie Therapie gemacht, die haben nie an sich gearbeitet, die sind also alles andere als ausgeglichen und schon gar nicht irgendwie weise oder reif oder irgendwie sowas, würden wir also zumindest zu diesen Menschen nie sagen, dass du solche Menschen in solche Prozesse hinstecken kannst und plötzlich verhalten die sich ganz anders. Überraschung. Ja. Und ich würde sagen, nicht, dass das eine Behauptung von mir ist oder dass das ein Wunschdenken von mir ist, das ist empirisch beobachtbar auf gelosten Bürgerversammlungen, dass das passiert. Das könnte man wissenschaftlich messen und wenn ich es also richtig sehe, macht das IASS in Potsdam sowas zurzeit oder seit einiger Zeit. Ne? Also sowas kann man erforschen, wenn man das möchte. Also wenn man es jetzt wirklich als gesichertes Wissen braucht, die Wissenschaft ist dran. Ja, man muss halt dann auch das nur wahrnehmen und daraus Konsequenz ziehen. Man kann natürlich auch dieses wissenschaftliche Wissen einfach ignorieren. Ja? Es gibt nichts, was uns zwingt, das wahrzunehmen, dass das so ist. Also, dass sich Menschen einfach anders verhalten, als sie in unseren Köpfen sich verhalten. Dass Menschen sich faktisch anders verhalten, als wir uns das vorstellen. Dass Menschen sich faktisch anders verhalten, als es intuitiv für uns ist. Ja, ist ja nicht intuitiv. Dass man sagt, ein Mensch, der hochproblematisch ist in dem und dem, dem Verhältnis, dann gibst du den in ein anderes Verhältnis und plötzlich verhält er sich ganz anders. Das glauben wir ja immer nicht. Im Schlechten glauben wir es oft. Im Schlechten kennen wir es nämlich eher, dann nehmen wir es lieber wahr, dass Menschen also sich in der und der und der Situation sehr gut verhalten, dann kommen sie in eine andere Situation und da verhalten sie sich also, knallen sie komplett durch und verhalten sich furchtbar. Das würden wir auch eher zulassen, aber dass das das Umgekehrte auch gibt, dass wirklich schreckliche Menschen, wie teilweise ich selber einer bin, unter guten Verhältnissen sich plötzlich ganz anders anfangen zu verhalten, das wollen wir irgendwie nicht richtig wahrhaben. Naja, vielleicht deswegen nicht, weil wir dann Konsequenzen ziehen müssten. Ja. Also wir könnten auch dann nur noch sehr schlecht Leute in Psychiatrien und Gefängnisse stecken. Wir könnten auch dann nur sehr schwer mit unseren Institutionen, wie wir sie haben, weitermachen, wenn wir realisieren, dass es halt eine Institutionenfrage ist. Ja. Also hart gesagt, dass wir als Gesellschaft schuld sind an dem Verhalten dieser Menschen und nicht diese Menschen individuell. Und dass man also diese Menschen nicht in eine Therapie schicken sollte, außer man begreift das irgendwie anders, was das ist, eine Therapie. Ja, so nach der Devise, reparieren wir diesen Menschen, der ist kaputt. Ja, also dass wir das dann, würden wir dann nicht mehr machen, sondern wir würden sagen, okay, wie müssen wir das Ding bauen, dass auch dieser Mensch die Möglichkeit hat, sich prosozial zu verhalten. Ja, aufnehmend zu sein, zuzuhören, angemessen zu reagieren, nicht anderen Menschen Angst zu machen und so weiter. Ne? Wenn das unter bestimmten Umständen zuverlässig passiert, was sind denn das für Umstände und können wir die herstellen? Das wäre dann unsere Frage. Und so, also würde ich sagen, liegt es wirklich in unserer Hand, ob wir eine etwas aggressivere oder eine etwas friedlichere Gesellschaft sind.
ob wir eine Gesellschaft sind, die nur Wettbewerb kennt und Tauziehen und Kämpfe, oder ob wir eine Gesellschaft sind, die durchaus auch sowas kennt wie Kooperation, Zusammenarbeit, gemeinsame Entwicklung neuartiger Lösungen und solche Dinge. Das ist machbar. Das liegt in unseren Händen. Aber eben nicht in unseren individuellen Händen, sondern in unseren Händen als Gesellschaft. Das heißt, es sind politische Themen. Es ist eine Frage nach den politischen Institutionen. Es ist auch eine Frage nach den Institutionen, innerhalb derer wir politische Fragen behandeln. Ja, und da gibt es eben auch bessere und schlechtere. Förderlichere und weniger förderliche. Aggressiv machende und friedlich machende. Ja. Konkurrenztriggernde und Kooperativitätstriggernde wären möglich. Wir haben uns halt sehr stark für die eine Seite entschieden. Und jetzt haben wir eben den Effekt, dass wir glauben, die Menschen sind halt so. Das ist aber ein Folgeeffekt. Menschen sind nicht so. Wir haben uns selber dazu gemacht. Künstlich. Wir haben diese Anteile, aber wir haben sie kultiviert. Künstlich. Wir haben auch die anderen Anteile, aber die kultivieren wir sehr viel weniger. Das ist schade. Das würde uns nämlich gerade heute mit den Problemen, die wir heute als Menschheit haben, extrem helfen, wenn wir diese anderen Verfahren hätten. Aber wir können sie schaffen. Das steht immer offen. Und da gibt es dann kleine und große Wunder zu entdecken. Wie anders sich Menschen plötzlich verhalten zu unserer allgemeinen Überraschung. Auch ich bin immer wieder neu überrascht, was da alles möglich ist. Auch ich kann es immer wieder neu nicht glauben, dass das wirklich so ist, weil natürlich ist es auch für mich kontraintuitiv. Ja, ich lebe ja auch in dieser Welt mit all dem furchtbaren eigenen und fremden Verhalten. Ja. Also wenn ich eins nicht bin, dann ist es weltfremd. Ja. Ich war mal sehr weltfremd, aber ich habe mir das hart erarbeitet, dass ich nicht mehr weltfremd bin. Also sozusagen heute würde ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich alles andere als weltfremd bin. Also ich würde sagen, ich kenne mich ziemlich gut und ich kenne meine Mitmenschen ziemlich gut und oh mein Gott. Und trotzdem bin ich extrem zuversichtlich. Ich würde nicht sagen trotzdem, sondern genau deswegen. Ceterum censeo, Demokratiam, esse sotiendam.